die angeboten werden oder ausgewiesen werden von Astrophysikern deren Institutionen natürlich, dass ich sagen kann, okay, was bedeutet denn das? Und das kann ich eben anders ausdeuten, als es eben eine bisher relativ eindimensionale Astrophysik darstellt. Ja, und da spätestens kommt ja auch also das berühmte Jahr 2012 ins Spiel. Also da schließt sich jetzt irgendwo der Bogen. Sie haben also erkannt, da werden bestimmte Frequenzen induziert und diese Frequenzen sofort wiedererkannt und haben sofort quasi gesagt, oh, hoppala, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Da tut sich dann schon noch ein bisschen mehr, außer dass vielleicht ein paar Satelliten ausfallen. Also auf verschiedensten News-Webseiten, auch Mainstream, wird ja jetzt darüber gesprochen, dass Solar Katrina ist im Kommen. Und lustigerweise, unter Anführungszeichen, findet man jetzt auch das Jahr 2012 als das Zentrum dieses solaren Maximums, des kommenden. Wir befinden uns ja gerade in einer sehr, sehr ausgeprägten Ruhephase, die viele als die Ruhe vor dem Sturm deuten. Und im Jahr 2012 soll es also zu sehr heftigen Eruptionen kommen, die dann durchaus Dinge induzieren könnten, mit denen auch Sie sich beschäftigt haben. Können Sie da ein bisschen mehr jetzt über diesen Zusammenhang sagen und wann wurde Ihnen denn eigentlich jetzt wirklich bewusst, dass also das Jahr 2012 damit jetzt wirklich auch über die Aktivität verbunden ist? Ich denke, 2012 ist für mich mehr ein Symbol als ein tatsächliches zahlenmäßiges kalendarisches Ereignis. Obwohl es bemerkenswert ist, dass durch die kosmischen Zyklen, die bekannt sind, tatsächlich 2012 ein besonderes Ereignis schon auch ist. Also sagen wir mal so, 2012 ist ein Ereignis, wo mehrere Zyklen, nicht nur der 11,3-Jahreszyklus der Sonnenaktivitäten, in dieser Zeit durchwandert die Sonne sozusagen ein Maximum oder ein Minimum an Aktivitäten, das ist seit Jahrhunderten bekannt und wird genauestens beobachtet. Aber darüber gibt es noch andere Rhythmen, Zyklen, die ebenfalls bekannt sind. Und so gibt es mindestens zwei Zyklen, die so zusammen verlaufen, final zum Jahre 2012 Größenordnung. Das ist sehr bemerkenswert, dass die da zusammentreffen. Das führt zumindest dazu, dass 2012 die Sonne wesentlich höher aktiv sein wird als in den letzten Jahren. Das weist die Astrophysik aus. Das meldet die NASA fast wöchentlich und dramatischer. Fing an Anfang des Jahres mit den ersten Warnstufen über dpa Reuter veröffentlicht und die wiederholen sie, aktualisieren sie. Diese koronale Massenauswurf, der da zu erwarten ist, dieser sogenannte Mega-Flare, von dem man ausgeht, das wird so die NASA, so zitiere ich relativ original, passiert ohnehin naturgemäß so alle 100 und etwas Jahre. Und das letzte Mal hat es keine Elektrizität gegeben in diesem Sinne, wie wir sie kennen. Da gab es die Telegrafenleitungen und die sind damals natürlich alle durchgebrannt. Deswegen konnte man sich natürlich noch bestens daran erinnern. Heute sind wir empfindlicher mit unserer Elektronik und mit unseren Hochspannungsleitungen, die natürlich Antennen dafür sind, sodass die Transformatoren in höchster Gefahr sind. Das sagt die NASA und die hat auch sämtliche Katastrophendienste weltweit informiert. Auch das sagt die NASA genauso. Das ist keine Vermutung von mir, sondern ein Fakt. Darauf sind die Energieerzeuger auch vorbereitet. Das kann man hinterfragen. Wir haben das getan und einige sind so offen und ehrlich und reagieren auch drauf. Aber dass es natürlich so allgemein nicht in die Öffentlichkeit drückt, kann man verstehen, damit eine Massenhysterie da ausbleibt. Gut, das ist das Ereignis, das sicherlich auch biophysikalisch zu bewerten ist, was mit meiner Aufgabe ist. Dazu möchte ich aber gleich noch was sagen. Aber was hier so meistens mitschwingt und missverstanden wird, ist, dass dieses Ereignis 2012 an den Tag eintritt, sozusagen an dem Tag, wo es von 12 auf 2013 der Uhrzeiger rüberspringt. Also so minutiös im wahrsten Sinne oder doppelten Sinne des Wortes wird es nicht ablaufen. Fakt ist, dass wir mitten in diesem Zyklus drin sind, in dieser Phase drin sind, einer anderen Sonnenaktivität, über die ich gleich genauer sprechen werde, und andere Aktivitäten nicht nur unserer Sonne. Denn tatsächlich treten Dinge, astrophysikalische Dinge in Erscheinung, sozusagen kosmische Strahlen, die jetzt auf uns einwirken, wie sie in der Form völlig atypisch sind und das letzte Mal vor sehr, sehr langen Zeiten, über die ich auch gleich sprechen werde, in Erscheinung getreten sind. Und zwar das letzte Mal beim großen Massenaussterben der Dinosaurier.
Das ist ein Ereignis, das sollte man zumindest anschauen, und das habe nicht nur ich getan, sondern viele andere auch. Da gibt es Ergebnisse aus der Paläobiologie, also Paleo von Alt, also Altersbiologie. Das ist ein Fachbereich, über den nur wenige was wissen, eben in der Regel die Leute, die es studieren oder studiert haben. Da kann man also Rückschlüsse ziehen aus vergangenen Evolutionsstufen und kann daraus auch erkennen und relativ eindeutig erkennen, übrigens ist keine Vermutung, dass Zyklen, die 62 Millionen Jahre ausmachen, sozusagen ein Hoch und Tief eines insgesamt eines Ereignisses stattfinden, wo unsere Galaxis, unsere Milchstraße sozusagen das Universum durchwandert und in diesen 62 Millionen Jahren eine Konstellation einnimmt, wo extreme Gammastrahlen oder kosmische Strahlen einfach mal in Erscheinung treten. Das konnte fünfmal beobachtet werden und über diese Dinge oder über diese Forschung haben die beiden Forscher, Professor Marlet oder Marlet, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, und Professor Medved, veröffentlicht von der University Kansas und von St. Petersburg Institut, ich weiß jetzt genau welche, aber Uni Kansas veröffentlicht diese Arbeiten und die sind sehr beeindruckend, dass man erkennt, dass in fünf Zyklen, die hat man bewertet aus insgesamt 550 Millionen Jahren Biologiegeschichte, dass jedes Mal ein Massensterben erfolgte, wenn eine bestimmte Konstellation erreicht ist, die wir jetzt wieder erreicht haben. Und was natürlich jetzt insofern nicht heißen soll, und sonst würde ich darüber wahrscheinlich auch gar nicht sprechen, dass wir jetzt hier das große Massensterben erfahren werden. Das ist eben das, was viele Leute so meinen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann eher dieses 62 Millionen Jahre Zyklus, dieses Ereignis eher noch so ein bisschen in die 10, 20 Millionen Jahre nach vorne oder hinten verschieben wollen. Aber wenn Sie sich wenn man sich dann auf der anderen Seite die Einflussgrößen genauer ansieht, die jetzt in Erscheinung treten, die jedes Mal fünfmal vorweg konnte man das beurteilen, in Erscheinung getreten sind, eben diese extremen kosmischen Höhenstrahlen, das heißt die Gamma Ray Bursts, wie man sie nennt, die höchstenergetischen Strahlen, die wir überhaupt kennen, dass die auffällig seit mehreren Jahren, explizit von 1992 bis heute, haben sich, glaube ich, um 450% vermehrfacht. Was als Phänomen dargestellt wird von den Astrophysikern, und man kann das also kaum deuten, dass die sich immer wieder neu übertreffen, auch nicht nur in der Häufigkeit, sondern auch in der Intensität. Dieses Ereignis hat es aber schon ein paar Mal gegeben. Auf der anderen Seite wissen Biologen heute sehr genau, gerade die Neobiologen, also die Neodarwinisten sozusagen, dass eine Evolution immer nur dann, oder was heißt nur, möchte ich mal weggeben, in der Regel dann wechselt von der Evolution, von einer Evolutionsstufe zu einer nächsten, man kann das ruhig Evolutionssprung nennen, wenn ganz bestimmte Einflüsse auf biologische Systeme einwirken. Dazu zählen tatsächlich diese Gamma Rays. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die nicht ich gewonnen habe, sondern eben die beiden Professoren, die ich eben genannt hatte. Und schon ein Ergebnis, was schon höchst bemerkenswert ist, wenn man das mal zusammenrechnet und zusammenfasst jetzt diese Gamma Rays, die wir jetzt sehen, messen können sozusagen wöchentlich zunehmen an Intensität und Häufigkeit und sicherlich noch bis 2012 weiter zunehmen werden, wird es irgendwann dazu führen, dass unsere DNA, unsere Genetik entsprechend reagiert. Und bisher hat sie das immer getan, dass ein Evolutionssprung eingeleitet wurde damit. Also wir kennen zwar die Perspektive des Massenaussterbens, Dinosaurier gibt es nicht mehr, aber es gibt andere Arbeiten, zum Beispiel aus China, sehr hochbewertete wissenschaftliche Arbeiten, die sich rein auf der DNA-Ebene oder im Sinne der Genetik aus diesem Thema auseinandersetzen und angeblich handfeste Beweise dafür haben, dass das die entscheidenden Kriterien sind, um einen Evolutionssprung überhaupt einzuleiten. Das ist die Theorie, die ich dann aufgefasst habe, die dann auch dazu führt, dass wir in einem Transformationsprozess bestehen. Sozusagen Evolutionssprung mit einem Fragezeichen versehen. Ich meine, dass wir uns im Klaren sind darüber, dass die Evolutionskette über die Menschen nicht nach oben hin abgeschlossen ist, dürfte jeden einleuchten. Frage ist nur, wann ist das der Fall? Wann ist dieser nächste Sprung der Fall? Wie könnte der dann aussehen? Oder vor allen Dingen, viel wichtiger ist es mal, welche Kriterien sind dafür erforderlich, um so einen Evolutionssprung einzuleiten?
Und diese Kriterien sind relativ gut, seit 2-3 Jahren explizit, relativ gut bekannt und dokumentiert. Das heißt, neben den Zyklen auf unserer Sonne, die also unsere Sonne betreffen, die Sonnenaktivität, da gibt es also diesen 11-jährigen Zyklus, dann gibt es, sagten Sie, glaube ich, einen 100-jährigen Zyklus, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Und dann gibt es auch sehr, sehr große Zyklen, wie diesen 62 Millionen Jahre Zyklus, die alle irgendwie zusammenhängen, das heißt, die irgendwo an Punkten synchronisiert sind. Ich fange mal von oben an, damit es ein bisschen klarer wird. Also eine Reise unserer Galaxis dauert sozusagen 225 Millionen Jahre Größenordnung. Da bediene ich mich Zahlen, die in der Astrophysik relativ gut abgesichert sind. Und hierdurch wird sozusagen eine Bedingung erreicht, um über eine Mutation neues oder erweitertes Leben zu erschaffen. Das wäre so eine Grundaussage. Also unser Sonnensystem befindet sich gerade tatsächlich in der Mitte eines solchen galaktischen Zentrums. Tatsächlich ist bekannt, dass in diesem Zentrum erheblich mehr Gamma-Rebirths in Erscheinung treten. Das sind Arbeiten, das sind Ergebnisse und Fakten, die wir auch gerade bewerten und messen können, feststellen können. Das ist auch eine Aussage von Professor Mallott, der eben das Ganze schon seit Jahrzehnten beobachtet und darüber auch veröffentlicht, seine Ergebnisse. Dann haben wir natürlich den bekannten Zodiac-Zyklus, diese 24.800 Jahre, wo sozusagen so ein Tierkreiszeichen, so ein Rhythmus, ein Zyklus einmal durchlaufen ist, diese 12-Phasen-Ebenen, das wird sehr hoch bewertet und kommt offensichtlich auch zu einem Abschluss. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die Bewegung des Sonnensystems durch die Milchstraße und durch die Galaxiebewegung durch den intergalaktischen Raum, also auch unsere Galaxis, also unsere Milchstraße, ist in einem hypergalaktischen Raum ja eingebunden. Ist ja nicht irgendwo so alleine da, sondern in einem großen Ganzen eingepasst. Und diese komplette Bewegung ist ebenfalls bewertet worden und gilt in einem Zyklus natürlich auch hineinzulegen. Und so gibt es also hier die 62 Millionen Jahre Hochs und Tiefs. Und wobei die letzten 550 Millionen Jahre beurteilt und bewertet wurden aus der sogenannten Paläobiologie, wie ich gerade sagte. Also das sind jetzt wenig Spekulationen und Vermutungen, sondern schon relativ ernsthafte Erkenntnisse, die in unterschiedlichen Fachbereichen veröffentlicht wurden. Das Thema war einfach nur, dass man das Ganze so in diesem Kontext nicht gesehen hat. Jedenfalls darüber habe ich keine Arbeiten gefunden, sehr wenige, wenn überhaupt. Also eine liegt mir da gerade vor von einem Russen, der mir was rübergeschickt hat. Aber insofern fühlte ich mich auch aufgerufen, das mal zusammenzufassen in ein Buch und Film, dass man da den Interessierten und vor allen Dingen ja Betroffenen darüber aufklärt, was da eigentlich gerade mit uns passiert. Und wenn man jetzt diese ganzen Zyklen zusammennimmt, dann ist es natürlich klar, dass also dieser 62 Millionen Jahre Zyklus nur recht schwierig, man kann jetzt recht schwer sagen, wann der jetzt wieder quasi seinen Nulldurchlauf hat, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sind eben diese ganzen Zyklen miteinander synchronisiert und bei der Sonne kann man es schon auf 11 Jahre eigentlich genau, da ist der kleinste Zähler 11 Jahre, ne? 11,3 Jahre, das ist der kleine Sonnenzyklus, ganz genau. Und da kennen wir es, da sind ja die Sonnenfleckenaktivitäten auch in dieser Bewertung mit ein. Das heißt, wir gehen damit ein, die Aktivitäten erkennt man darin, den Stand der Aktivitäten an der Anzahl der Sonnenflecken und der Größe. Denn die Sonnenflecken als magnetische Anomalien sind immer ein Indikator dafür, dass es demnächst dann auch eine Explosion gibt, die dann zum koronalen Massenausbruch führt. Eben die Ladungsträger, wie sie heißen, Elektronen und Protonen, die dann mit Reisegeschwindigkeiten von